Dieser Schraubenschlüsselhalter ist einzigartig. Der ist wirklich perfekt. Er ist zum einen sehr, sehr einfach zu machen und zum anderen ist er ideal in der Verwendung. Warum ihr ihn lieben werdet, zeige ich euch im Video. Bleibt bis zum Schluss dran, dann seid's gescheiter. Ich liebe French Cleat. Im Weihnachtsurlaub habe ich mir diese French Cleat-Wand hier gemacht. Findet ihr rechts oben. Und es sind mittlerweile einige Halter dazugekommen. Dieser Hammerhalter, der Zangenhalter, der Schraubendreherhalter. Und jetzt geht es daran, dass ich mir bei meinen Schraubschlüssel ein bisschen Ordnung reinbekomme. Ich weiß, auch Schraubenschlüsselhalter gibt es schon jede Menge hier bei YouTube. Ich habe mich auch informiert, habe auch einige Kollegen angeschrieben. Echt cool, vor allem der zum Klappen, der ist echt lässig. Mir reicht ein normaler hier. Ich brauche zwei. Ich werde einen machen für diese Schraubschlüssel und einen für die hinten. Ich habe mich für diese Variante entschieden. Das ist nur eine Vorlage, aber wo ich sie so reinstelle, verbraucht bei mir am wenigsten Platz. Es gibt auch welche, die, wenn hier die Wand ist, so nach vorne gehen. Die stehen mir einfach zu weit in den Raum. Das ist für mich nichts. Ich möchte es wirklich direkt an der Wand haben und dafür leicht schräg eingeschnitten. Der weitere Vorteil ist, dass ich hier auch noch die Zahlen sehe und gleich weiß, okay, das ist der Schlüssel. Jetzt geht es natürlich dran, einmal zu schauen, wie viel brauche ich eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dabei habe ich meine Tochter in Verdacht, dass sie mir 1, 2 stibitzt hat. Das heißt, ich werde dort 10 machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mache ich 10. Ich werde das so machen, dass ich mir das als Rückplatte nehme und dann einfach so diese Leisten drauf mache. Schauen, dass der Abstand auch immer passt. Und dann, yep, und dann einfach einschneide. So, ich habe mich jetzt umentschieden. Zuerst hatte ich diese dreischicht verleimten Leisten gewählt, aber ich glaube, wenn ich die jetzt da so einschneide, dann wird es mir das runterbröckeln. Jetzt haben wir gedacht, nehme ich ein Vollholz, ist genauso hoch und kann ich einschneiden, ohne dass das wegbröckelt. Ich glaube, es ist die bessere Wahl. Da habe ich mir einfach zwei Bretter gemacht. Die habe ich mit der Tischkreissäge aus diesem Brett einfach entzweit. Ich habe jetzt zwei schöne Bretter als hinteres Holz. Und jetzt geht es daran, dass ich in erster Linie das nochmal abhobel, weil ich hier möchte ja die Frontseite schön haben. Handhobel. Übrigens, meine ganzen Werkzeuge findet ihr unten, aufgelistet in der Videobeschreibung. Ganz wichtig. Boah, meine Ohren sind aufgrund der Kinder schon so in Mitleidenschaft gezogen, dass ich das mittlerweile wirklich als großen Luxus empfinde, diese Ohrschutzhörer, wie sagt man, aufzusetzen. So, werden wir mal abhobeln. So, sag immer so, gell? Wie war das mit oder gegen die Faserung hobeln? Ja, sorry. Dieser wird mir hier als Vorlage dienen, damit die auch wirklich drauf passen. Es ist jetzt auf jeden Fall noch zu lang. Ich werde es dann oben und unten kappen. Und meine Überlegung wäre,
dass ich das jetzt schon zusammenbaue und dann entweder mit der Tischkreissäge oder mit der Kappsäge schräg reinschneide. Denn dann habe ich immer eine Linie und ich habe es auch konisch zusammenlaufend. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Habe ich so auf YouTube jetzt noch nie gesehen. Die machen es immer anders. Aber ich versuche das einmal. Wenn ihr Tipps habt für mich, wie das besser funktioniert, bitte, dann sagt's mir's. Ich bin generell froh über jede Art von Kritik. Einfach unten rein bitte in die Kommentare. So, wo haben wir das jetzt angezeichnet? Wie haben wir das so handlich zeichnen? Ich habe da ist. Genaues Arbeiten war es einmal, habe ich mir zu Herzen genommen, hoffentlich. War wirklich. Wo habe ich mir das angezeichnet? Da ist. Ah! Ich wollte jetzt erst einen Leim drauf geben. Übrigens, danke sehr für eure Unterstützung. Das ist echt cool. Wirklich lässig, was sich da in den letzten Tagen auf YouTube bei uns getan hat. Danke sehr. Wenn euch das gefällt, was ich da mache, freue ich mich über einen Daumen hoch, ist ganz klar. Und wenn ihr Kritik habt, haben wir schon gesagt, dann bitte einfach unten rein in die Kommentare geben. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gern. Unten in der Videobeschreibung findet ihr diese Amazon Affiliate Links. Wenn ihr draufklickt und etwas bestellt, dann kostet es euch nicht mehr. Aber mir ist irrsinnig dabei geholfen. Und ich bekomme ein bisschen was dafür. Jetzt werden wir uns da gerade ein bisschen vorholen. Diese Leiste von hinten, wo sehe ich, wo das ist? Schrauben. Ich habe zuerst so ein Schraubensortiment immer. Ich weiß nicht, haben wir selten welche gekauft. Aber es ist schon nicht blöd, hin und wieder welche zu kaufen. Machen wir nach Adam Riesling. Wenn ich noch Adam Riesling mache, dann werde ich nachher sicher wieder extrem fluchen. Noch ist nichts rausgekommen. Da, diese Kreuzschlauerschraubenzieher. Ich könnte mich jedes Mal wieder drüber ärgern. Aber es hilft nichts. Die können auch weiter, sind die nicht zu lang. Boah, das ist schon wieder was. Die sind fast ein bisschen zu lang. Aber ich will jetzt nicht warten, bis der Leim fertig ist oder trocken ist. Darum muss ich das fast anschrauben. Hoffentlich sprengt es mir vorne die Dinge nicht. Nicht raus. Na, jetzt kommt er. So, machen wir es so. Auch noch vorbohren. Aber diese French Glied, ich liebe sie wirklich heiß. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist Wahnsinn. Ist wirklich eine sensationelle Erfindung. Und man kann einfach irrsinnig viel damit machen. Ja, aber ich glaube, ihr müsst mir jetzt nicht beim Schrauben zusehen. Ich werde das jetzt einfach mal alles anschrauben. Und dann geht's weiter. Der noch rein. Als nächstes
werde ich mir das da mal ablängen. Hätte ich mir gedacht, Zeiten. Kriege ich das da wieder nicht raus. Ah! So. Jetzt hätte mir ich gedacht, schreien wir so, weil ich die Kopfhörer auf habe. Dass ich mir das so. 45 ist auf jeden Fall zu steil. Was ist denn bei den anderen? Ich glaube, ich habe mal gehört 23 bei einem anderen YouTuber. Gibt's das? Begrenzer einstellen macht man hier. Mit diesen Rädchen da. Versuchen wir es mal. Na Schatz, so müsste das gehen. Das passt. Ein bisschen dicker noch. Jep. Aber von der Neigung her passt das super. Super, das ist geil. Das pfeift. Und wenn du den dann da reinlegst, ich meine, das ist ja viel zu hoch oben. Aber dann passt es. Und ich habe sowieso vor, dass ich das weiter hochhänge. Und dann sehe ich von unten, schau mal die Nummer immer. Das passt. Werde eben eine weitere einschneiden. Ich habe schon die skurrilsten Sachen gesehen, die lustigsten, wo sie mit Süßigkeiten dann immer wieder beilegen. Aber bei der Tischkreissäge, ich werde es da wirklich mit Gespür machen, wie breit ich diese Schlitze mache. Aber die Abstände müssen gleichmäßig sein. Weil es ja das Problem gibt, dass die Kreissäge nicht ganz zurückschneidet, haben wir jetzt da etwas beigelegt. Dadurch kommt das Werkstück weiter vor und ich kann besser auch da hinten schneiden. Einfach hier was beilegen. Wir sehen jetzt, beim Sägen ist mir aufgefallen, dass dadurch, dass die Einschnitte steiler sind, natürlich auch das etwas schmäler wird und in Gefahr kommt, dass es sozusagen einreißt und wegfliegt. Jetzt habe ich die Abstände ein bisschen größer gemacht, aber ich glaube, ihr könnt es sehen, das pfeift. Ich bin ja gerade beim Einräumen und ich finde, die sind super geworden. Die ein bisschen mit einer steileren Neigung, 40 Grad, 23 Grad. Ich würde 40 Grad empfehlen, weil dadurch kann man dann auch hier die Schrift lesen, beziehungsweise weiß man auch, welchen Schraubenschlüssel man nimmt. Ich werde die jetzt noch einräumen und dann kommt der Moment, auf den ich mich immer am meisten freue,
würde euch genauso ergehen, oder? Wenn sie dann das neue French-Gliedteil an die Wand hängt. Das ist richtig cool. Ja, wenn es euch gefallen hat, ihr kennt es, lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Ich freue mich riesig drüber. Es kommen weitere Projekte, also bitte auch abonnieren. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, in welcher Art auch immer, ihr findet in meiner Videobeschreibung diese berüchtigten Amazon Affiliate Links. Wenn ihr darüber bestellt, dann kostet euch nicht mehr. Und mir ist aber geholfen, weil ich bekomme ein bisschen Kohle. Und sonst gern Kleinigkeiten von der Amazon Wunschliste auch unten in der Videobeschreibung. Es ist der Moment, wenn du deinen neuen French-Gliedhalter an die Wand hängst. Das ist einfach herrlich. Dafür leben wir Handwerker, würde ich sagen. Es hat zum einen etwas Ästhetisches, möchte ich sagen, und zum anderen ist einfach viel mehr Ordnung wieder in der Werkstatt. Ich hoffe, ich habe euch hier mit diesem Werkzeughalter für die Schraubenschlüssel gezeigt, wie einfach das zu handhaben ist. Ich finde, so etwas sollte in keiner Werkstatt fehlen. Und warum ich mich genau für diesen entschieden habe, weil man eben von unten die Einheiten ganz besonders deutlich erkennen kann. Und auf der anderen Seite, weil er sehr, sehr einfach zu machen ist. Danke sehr fürs Zuschauen und bis zum nächsten Projekt in einer Woche.